Viele von euch schwanken zwischen dem Xiaomi Redmi Note 10 Pro und dem Huawei P30 Pro. Nach dem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich beschränke mich auf die Daten der Handys und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es einen Sieger. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unten klicken. Design. Beim Punkt Design ist das P30 Pro mit 80:54 Punkten eindeutig vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. Ist staub- und wasserdicht, 1 Gramm leichter, 3,1 mm schmaler, 6 mm kürzer und 4,1% geringeres Volumen. Das Redmi Note 10 Pro kann auch punkten und folgenden Vorteil. 0,3 mm dünner. Bildschirm. Beim Punkt Bildschirm gewinnt das P30 Pro deutlich mit 82:75 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. 0,8% höhere Pixeldichte und hat ein gekrümmtes Display. Das Redmi Note 10 Pro hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 2,6% höhere Auflösung und 3,1% größere Bildschirmgröße. Leistung. Beim Punkt Leistung gewinnt das P30 Pro sehr knapp mit 79:77 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. 5,5% schnellerer Prozessortakt, 384 GB mehr interner Speicher, 1 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 50 MHz schnellere GPU-Taktfrequenz, 267 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit, hat AES, nutzt HMP und 16,9 GB pro Sekunde größere Arbeitsspeicherbandbreite. Das Redmi Note 10 Pro kann auch punkten und hat folgende Vorteile. 0,8 neuere Version von OpenCL und 105 MHz schnellere GPU mit Turbo-Speed. Kameras. In der Kategorie Kameras gewinnt das P30 Pro eindeutig mit 90:74 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus. Zweifach mehr Megapixel der Frontkamera, verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung, 15,8% größere Blende bei minimaler Brennweite, schießt 360 Grad Panorama, hat Laser-Autofokus, es bietet eine manuelle Verschlusszeiteinstellung und 20% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Das Redmi Note 10 Pro kann auch punkten mit folgenden Vorteil. 1,8-fach mehr Megapixel der Hauptkamera. Audio. Bei der Kategorie Audio ist das Redmi Note 10 Pro mit 87:12 Punkten eindeutig vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus. Hat eingebaute Stereo-Lautsprecher, hat einen 3,5 mm Klinkenstecker und hat ein Radio. Akku. Beim Punkt Akku gewinnt das P30 Pro eindeutig mit 94:61 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. Kann kabellos aufgeladen werden und kann andere Geräte kabellos aufladen, Reverse Wireless Charging. Das Redmi Note 10 Pro hat auch seine Stärke und folgenden Vorteil. 19,5% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. In der Kategorie Eigenschaften ist das P30 Pro mit 89:80 Punkten deutlich vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. 1,8-fach schnellere Downloads, 33% schnellere Uploads, 1,1 aktuellere USB-Version, benutzt eine 3D-Gesichtserkennung, kann als PC benutzt werden, hat Bluetooth aptX und hat Motion Tracking. Das Redmi Note 10 Pro hat auch seine Stärke und folgenden Vorteil. 0,1 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version. Ergebnis. In der Gesamtwertung liegt das Huawei P30 Pro mit 86 eindeutig vor dem Xiaomi Redmi Note 10 Pro mit 69 Punkten. In der Beschreibung unter dem Video habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Produkten verlinkt.
Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Produkteigenschaften gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen auch gerne wissen, für welches Produkt ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.